Ja, hallo und grüßt euch miteinander. Heute möchte ich euch mein neues Modell präsentieren. Was heißt neues Modell? Das Modell ist Baujahr 1988. Das hat der Werner S. damals gebaut. Ich verlinke euch mal seinen Kanal unten in der Infobox, dann könnt ihr euch mal anschauen, was der so treibt. Wir werden das Modell miteinander restaurieren und wieder in Betrieb nehmen. Und in dem Video werden wir mal eine Bestandsaufnahme machen, was wir alles machen müssen an dem Modell, was funktioniert und was nicht funktioniert. Wie schon bereits erwähnt, das Modell ist Baujahr 1988. Da hat der Werner das gebaut. Der hat damals sämtliche technische Kniffs eingebaut in das Modell, was man so machen hat können. Das Modell hat zum Beispiel eine automatische Lenkrückstellung, realisiert über ein Umschaltventil. Das ist da vorne drin montiert und mit Koppelstangen an dem Hinterwagen festgemacht. Sprich, wenn man den Hüppel wieder in Neutralstellung lässt, fährt das Modell automatisch wieder in Neutralstellung zurück. Das ist eins der wenigen Features, die mir jetzt zum Beispiel nicht gefallen an der Technik von dem Modell. Da wo ich auch überdenken muss, ob ich das nicht rückbaue oder deaktiviere, indem dass ich die Koppelstangen aushänge und das Ventil starr stelle. Baut ist dieses Modell so, dass man den kompletten Hinterwagen aufkippen kann. Und innen drin ist dann die ganze Technik. Alles im Style 1988. Alles größtenteils mechanisch gelöst. Mit einfacher Elektrik bzw. Elektronik. Wir schauen uns das jetzt mal genauer miteinander an. So, das ist dann der innere Aufbau. Das ist das Hydraulikaggregat. Das ist ein brushless Außenläufermotor. Das müsste ein Torqueman oder sowas in der Art sein, weil das direkt angeflanscht ohne Planetengetriebe dazwischen. Drüber ist dann ein Lüfter verbaut, der wo das Ganze kühlt. Dahinter ist der Regler von dem Motor verbaut. Auf einen Kupferträger mit Kühlrippen, komplett selbst gemacht. Der ist da drauf montiert. Dann da findet der Akkuplatz. Das ist so einer. Der kommt da rein und wird mit so einem Stecker angesteckt. Zum Größenvergleich mal. Das da ist ein SAT-D-Akku. Mal daneben nebeneinander hingestellt. Das ist ein Sub-D-Zellen-Akku. Und das ist so ein verbauter Akku. Ich weiß gar nicht, was das für ein Zellentyp ist. Ist auf jeden Fall Nickel-Cadmium ist noch, steht da drauf auf die Zellen. Funktioniert heute immer noch. Baugröße steht jetzt gar nicht drauf. 7000 mAh/Stunden hat da jede Zelle. Also denke ich mal, Systemleistung 7000 mAh/Stunden. Das ganze Pack, weil die alle in Reihe geschalten sind, die Zellen. Der braucht schon einen riesengroßen Platz, wenn man da überlegt, was man heutzutage lipomäßig oder Lithium-Ionen-Akku-mäßig in so ein Modell reinbringt mit massiver Abgabeleistung, Stromabgabeleistung auf kleinstem Platz mit super Kapazitäten. Da muss man sich auch Gedanken machen, ob man das nicht austauscht. Andererseits ist es natürlich, das ist für mich ist es ein Kultmodell. Wie soll ich das beschreiben? Das ist ganz schwierig. Der Werner S., das ist einer von meinen Modellbaugöttern, wie ich noch jünger war, wesentlich jünger, habe ich seine Videos schon auf YouTube geschaut und habe mir dabei gedacht, das gibt es nicht, wie kann einer solche Modelle bauen, ich möchte sowas auch haben. Und das hat sich halt langsam über die vielen Jahre hat sich das entwickelt und mittlerweile baue ich zwar nicht solche technischen Feinheiten wie jetzt zum Beispiel der Werner S, wie zum Beispiel da hat er so ein Load Sensing, das ist ein Steuerzylinder, der wo mit dem Druck von der Pumpe angesteuert wird. Und wenn der Druck abfällt, dann tut automatisch eine Stellfeder den Zylinder verfahren. Der Zylinder nimmt das Poti da damit und der tut dann automatisch die Pumpendrehzahl hochregeln. Solche Sachen baue ich jetzt in meine Modelle zum Beispiel nicht ein, aber mittlerweile baue ich auch massive Modelle. Und der Werner,
Ich decke jetzt mal das dort ab. Da steht es zum Beispiel auch drauf, gebaut 1988, Werner S. Augsburg. Der Werner war immer ein riesengroßes Vorbild für mich, weil er die einfach die massivsten Modelle in der Szene gebaut hat, das auch auf YouTube publik gemacht hat. Also für mich ein großes Idol und für mich absolut geil und auch bewegend, dass ich so ein Modell von ihm haben kann. Deshalb ist auch die Frage, was bauen wir alles an dem Modell um oder lassen wir es eins zu eins, so wie es ist. Andererseits, es entspricht halt auch nicht mehr einem Stand der Technik. Passant muss man vielleicht austauschen, ersetzen, dass das Modell auch schöner zum Bespielen ist. Optisch werden wir einiges machen müssen. Schließlich ist das Modell schon ziemlich alt. 31 Jahre ist alt, das Modell. Da auf die Zeit natürlich sind irgendwelche Sachen, so umlaufende Trittbleche und so Sachen, dass das kaputt geht und so Geländer und so Sachen, dass man das ersetzt. Jetzt schauen wir uns weiter die Technik noch. Ich habe ja ohne euch schon ausprobiert, was alles funktioniert und was nicht funktioniert. Ich weiß zum Beispiel, dass die Hinterachse nicht antreibt. Die Hinterachse blockiert, warum auch immer. Ich habe das Modell nicht von Werner S. gekauft, sondern ich habe das Modell von jemand anderem gekauft. Und der hat mir ein Tütchen mitgegeben. Da sind drin ein paar X-Ringe und ein Zahnrad. Für was er immer das Zahnrad gehört, vielleicht können wir das nachher gleich brauchen. Vielleicht ist das Verteilergetriebe kaputt, vielleicht ist auch die Achse selber auch kaputt. Dann der Zylinder da, dass der Hubzylinder saut, das habe ich schon rausgefunden. Jetzt haben wir mal einen Akku rein und dann werden wir mal das Modell ausprobieren. So, dann haben wir den Akku da rein. Der kommt da hinten rein, wie gerade vorher schon gesagt. Wird der Stecker angesteckt. Deckel zu. Dann haben wir dann Schalter auf der Seite. Dann haben wir eine ganz rudimentäre 40 MHz Fernsteuerung. Die war halt dabei. Da sind auch so die manchen Feinheiten an der Fernsteuerung dran. Da haben wir zum Beispiel jetzt einen Einschalter und hier hat man innen drin Schalter oder Relais. Und vorne in der Kabine haben wir da eine Spannungsanzeige. Einmal U, einmal 5 Volt und einmal 13 Volt. Ich weiß nicht genau, was heißt. Dann haben wir nochmal eine Spannungsanzeige direkt in Volt. Die zeigt jetzt so 14 Volt ungefähr werden das sein. Dann haben wir da noch einen Hebel zum Pumpe einschalten. Und dann sieht man schon, das Modell fährt automatisch sich gerade, also die Lenkung. Sobald ich den Hebel auslasse, fährt das Modell wieder in Neutralstellung. Das macht es aber allerdings nicht wie heutzutage elektronisch über Putty, macht es das über Hydraulikventil. Dann Hubfunktion und Schaufelfunktion funktioniert einmal frei. Die Zylinder sind alle ein bisschen undicht, die Stangen sind alle nass. Das heißt immer, eine gescheite Hydraulik, die schwitzt ein bisschen. Da muss man das jetzt mal beobachten, wie das ausschaut. Man muss einmal einen Ölwechsel machen. Das Öl ist schon ziemlich schlecht, das was drin ist, habe ich gesehen. Aber der Hubzylinder, der da ist auf jeden Fall sehr undicht. Der tropft direkt. Aber ist auch kein Problem, den zerlegen wir und dichten wir wieder ab. Jetzt die Fahrfunktion. Fahren geht leider nicht. Hinterachse blockiert. Und das werden wir uns jetzt miteinander anschauen, das werden wir jetzt zerlegen und werden wir schauen, woran das liegt. So, das war dann das Modell von unten. Verbaut sind selber gemachte Achsen, Portalachsen sogar, da wo die Achse nach oben versetzt ist, sodass mehr Bodenabstand generiert wird. Hinten und vorne ist eine Portalachse verbaut, die hintere ist pendelnd. Und ich schätze mal da drunter, weil da läuft innen drin die Karrenwelle, da geht's nach vorne zur Vorderachse. Differential funktioniert übrigens. Kann man durchdrehen, da ist nichts drin kaputt. Ich schätze mal, dass da drunter das Verteilergetriebe oder irgendwas ist. Das werden wir jetzt mal runterschrauben und mal schauen, was da drin ist. So, jetzt wenn man da reinschaut,
sehr viel Metallabrieb drin, Metallteile im Unterwagen, ein Haufen Sand, ein Haufen Dreck. Und das ist das absolut feinmechanikermäßig baute Verteilergetriebe. Sehr schön. Gefällt mir echt saugut. Und man sieht es da schon, die Kardanwelle hat es zerlegt. Die liegt nämlich drin. Da liegen die Teile von der Kardanwelle im Verteilergetriebe drin. Ich glaube, dass wir das relativ schnell reparieren können. Dass das gar nicht so ein riesengroßer Aufwand wird. Die ganzen einzelnen Funktionen von dem Verteilergetriebe, die werden wir jetzt aber erst anschauen müssen, wie das genau funktioniert, was wir da alles sauber machen müssen, was wir vielleicht ein bisschen schmieren müssen, weil das ist schon alles sehr feinwerkermechanisch, werkzeugmachermäßig gebaut. Kann ich so nie machen. Ich kann es zwar herstellen, aber ich kann mir das nicht einfallen lassen, wie man das so baut. Dafür fehlt mir da der Horizont. Ich darf es halt einfach ganz anders machen, ohne so viele mechanische Umlenkungen und Hebeleien. Das ist einfach der Zeit geschuldet. Heutzutage haben andere Fertigungsmöglichkeiten. Heutzutage tut man viel CNC-Fräsen, CNC-Fertigen. Früher hat man wirklich noch per Hand mit der Feile auf einer konventionellen Fräsmaschine Teile herstellen müssen. Da hat man sich oft Gedanken machen müssen, wie kommt man dazu, dass man halt bestimmte Teile baut. Und da sind dann solche Sachen rausgekommen. Und ich muss da immer wieder sagen, absolute Hochachtung von solchen Leuten, die wo damals solche Modelle gebaut haben. Der Werner, der baut da heute noch ein bisschen rum. Jetzt hat er erst an seinem Liebherrbacker, hat er einen Arm erneuert, einen Seckwichtmanni hat er erneuert. Wie ich schon vorher gesagt habe, seinen Kanal verlinke ich euch unten einmal. Er redet nichts in seinen Videos, aber er hat super Videos zum Zuschauen. Er benutzt die Modelle auch wirklich. Er zeigt, was Kraft haben und nimmt sie auch wirklich her. Er tut da nicht irgendwie in Spiegelerde oder was damit spielen, sondern draußen im Garten in gewachsenem Material. Und das ist sowieso absolut mein Thema. So wie mir das gefällt. Jetzt schau ich mal, ob ich das Stück Kardanwelle da rausbringe, weil das ist jetzt da innen drin so verbaut, dass ich das Stück gar nicht rausbringe. Und dann schauen wir mal, ob wir das auf die Schnelle instand setzen können. Und dann vielleicht eine Probefahrt miteinander mit dem Modell machen bei unserem Parcours. Ich möchte euch das noch schnell in der Nahaufnahme zeigen. Ich hoffe, dass man das mit der GoPro gut erkennen kann. Das wird die Schaltumlenkung sein, schätze ich mal. Da wo die Gänge geschalten werden. Ich kann mich aber natürlich auch täuschen. Das kann natürlich auch eine Sperre sein. Nein, das ist keine Sperre nicht, weil da haben wir die Verteilung. Da geht es einmal nach vorne zur vorderen Achse und da zur hinteren Achse, da wo da das Kardangelenk gebrochen ist oder auseinandergefallen ist. Dann haben wir da hinten nochmal einen Kettentrieb drin. Der geht, meine ich, da nach oben zum Motor, da drunter wird der Motor drunter sein, schätze ich mal. Ja, gar nicht so einfach, wenn man es nicht selber gebaut hat und die Technik nicht kennt und alles so verbaut ist auf so kleinen Platz, ist das gar nicht so einfach, aber auf jeden Fall super schön gebaut mit den ganzen Messingfrästeilen und auch bestimmt hat er da einige Teile händisch feilen müssen, echt schön gebaut, gefällt mir super gut. Man braucht ja bloß die Achse schauen. Nippel zum Öl ablassen, Schmiernippel zum wieder auffüllen bzw. zum Fetten. Wobei ich denke mal, das da wird zum Auffüllen sein, weil nämlich da für die äußeren Getriebe ist jeweils auch Schmiernippel drin. Auch der Eingang da von der Welle mit so einem Lagerbock da, das Lager aufgenommen, das ist schon alles super schön gebaut. So, da haben wir den Übeltäter. Das ist das Kreuzgelenk. Da ist auf einer Seite das Kugellager, das wo drin ist, kaputt gegangen. Das hat sich gefressen oder was. Und dann ist wahrscheinlich die Welle abgebrochen, die wo da durchgeht. Und dann hat sich das Ganze zerlegt.
Die Karandwellen schaut aus, wie wenn die da wie eine NASA gemacht hätte. Schaut ultra professionell aus. Das Einzige, was jetzt ich vielleicht anders gemacht hätte, hätte das Kugellager den mittleren Stift nicht so dünn gemacht und dafür die Welle da dann nicht durchgehend. Weil, wie man sieht, es ist leider kaputt gegangen. Da kommt ein Haufen Drehmoment drauf. Ich habe jetzt da ein Lager, das wo vom Außenring her passt. Aber innen der Stift passt nicht, also das Innenmaß passt nicht. Das ist größer als wir auf der anderen Seite. Das ist aber kein Problem nicht. Wir werden da eine Distanzhülse reinmachen, das Lager mit 648er Loctite einkleben. Und dann haben wir die Kardanwelle funktionsfähig wieder zusammengebaut. Und dann werden wir die einbauen und dann werden wir das Modell mal miteinander testen. Denn ich möchte jetzt gar nicht zu viel umeinander bauen an dem Modell. Weil wenn ich da jetzt anfange, dann wird das eine riesengroße Baustelle. Und das Modell ist zerlegt in 1000 Teile. Ich möchte jetzt erst einmal das Modell ein bisschen ausprobieren. Schauen, wo die Stärken und Schwächen liegen. Eine Schwäche, wo mir auch noch aufgefallen ist, ist, dass der Vorderwagen sehr leicht ist. Das kann gut sein, dass wir den Vorderwagen noch einschweren müssen. Mein persönliches Gefühl ist, dass der Vorderwagen ein bisschen mehr Gewicht braucht, um das Eindringen von der Schaufel ein bisschen zum Bevorteilen. Weil sonst hebt es halt den Vorderwagen aus, wenn man mit der Schaufel im Boden neu arbeiten will. Aber das werden wir sehen. Ich repariere jetzt die Kardanwelle schnell, baue es ein und dann machen wir eine Probefahrt miteinander. So, die Kardanwelle war dann wieder gekriegt. Da habe ich ein anderes Lager neu gemacht mit einem Adapterbuchsel, weil ich nicht den richtigen Innendurchmesser von dem Lager gehabt habe. Dann kann man jetzt die Kardanwellen wieder ins Modell einbauen und dann werden wir noch zu uns ins Gelände rausfahren und werden wir den Lader noch ausprobieren. Kannst du ruhig reden, weil ich da jetzt ein Timelapse drauf mache und ohne Ton. Ich werde jetzt da gar nicht zuschauen, so wenn ich so schauen will, wie ich weiß keiner, soll ich da einbauen. Jedenfalls nicht in Originalgeschwindigkeit. Das kann ich ja. Weil spätestens dann darf ich ausschalten. Ja, jetzt das Kardangelenk da nicht rein, oder? Muss ich da jetzt hinterachs ausbauen, dass ich das Kardangelenk nicht bringe? Ich glaube nicht, eher heißen den haben wir eh. Auch von mir. Vorder, ich will mich nicht rein, ich kann jetzt nicht die Hinterachse ausbauen. Ich mach jetzt nicht das Bild legen, das bin ich auch da. Kannst du, warum? Das muss ich eh schneiden, 100 Mal. Ja, so passt. Warum? Wo ist jetzt das Problem? Ja, dass das zu lang ist. Oh, die Zähne sind schon schief gemacht. Vor allem baus einmal die Zähne. Das ist ein Wahnsinn. Das Modell hat jetzt 30 Jahre gehalten, dann wäre es jetzt wohl auf einem Ding aufhaben können. Ich muss jetzt das da mit Gewalt da reindreschen, das hilft alles nichts. Frau hat einen Hammer. Der hat doch. Gibt's ja nicht. Ja, 100 Hammern. Das ist wie in der Arbeit. Nein, mit den Hammern. Ich glaube, mein Haus ist nicht da. Das geht doch. Gewalt geht alles. Jetzt mit den Ehren werden die Schaufel gestört aus in der Kamera. Warum sieht man da was auf der Kamera? Da hat das aber der Rekorder, der war aufnimmt. Genau, ein externer Rekorder. Da ist ein Terabyte SSD-Festplatten drin. Ja, wieso? Wenn das da das Dings? Weil das da das Licht so fährt. Nein, das fährt nicht. Das ist eingestellt. Das ist Zebra. Das heißt, das sind die höchsten Stellen im Beutel. So. Das ist von der Kamera, dass man weiß, wo die höchsten Stellen im Beutel sind. Dass man weiß, wie man Belichtung einstellen muss. Für das ist das. Na gut. Das ist wenig schön, wenn die automatisch zurücklenkt. Die erste Bahn ist ja nichts.
Weil ich war voll geil. Du meinst halt der Mulle mit an der Fernsteuerung, du hast in der Lenkung, dann tut halt dir gleich, dann hupft halt dir einfach irgendwo hin. So passt die, oder? Schauen wir nochmal da, dass ich ein, ja? Ein ungefrästes Material habe. Wenn wir einen ersten Gang hängen, oder? Also Resümee zum Radlader ist zum sagen, es ist ein super schönes Modell, er funktioniert auch recht gut. Ich hatte ein bisschen Probleme mit dem Grip, wie man auch gesehen hat, wie ich gegen die Schubraupe, gegen meine kleine Schubraupe geschoben habe. Er hat da eigentlich keine Chance nicht, dass er die Schubraupe wegschiebt. Das müssen wir auf jeden Fall ändern. Man kann folgende Punkte angreifen, eventuell andere Reifen, weil die Reifen, wo drauf sind, die sind schon recht hart. Dann zusätzlich die Vorderachse vielleicht noch sperren. Da muss man aber dann erst Fahrversuche machen, wie er sich dann bei Kurvenfahrten verhält. Wobei ich da keine Bedenken nicht habe, weil das Modell sowieso die meiste Zeit im Gelände fährt und nicht irgendwo auf der Teerstraße oder was. Somit wird das keine Probleme nicht machen, dass die Vorderachse gesperrt ist. Und zusätzlich werden wir noch schauen, dass wir ein bisschen Gewicht ins Modell reinbringen. Und dann glaube ich, es ist ein super schönes Modell, das war auch gut funktioniert. Details werden wir natürlich noch dran bauen, wie so Aufstiege und so sagen, dass er halt wieder ein bisschen hübsch wird. Das werde in den nächsten Videos alles folgen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Gebt mir einen Daumen nach oben, haut ein Abo aus, dass die Glocke aktivieren, dann werdet ihr informiert, wenn ich das nächste Video online stelle. Bis zum nächsten Mal. Ciao, pfiat euch.